Hallo und herzlich willkommen zu Turmoil, ein neues kleines, ja, auch wieder so ein Ölspiel quasi. Das ist ganz witzig, also dieses Spiel ist relativ neu, kam glaube ich Mitte letzten Jahres raus und ich hatte wieder bei Keymailer einen Key angefragt und gleich einen bekommen, deswegen will ich das Ganze mal ein bisschen vorstellen hier, weil ich finde es einfach super putzig, es ist super super einfach und aber super super spaßig, deswegen machen wir mal eine neue Kampagne, ja, yeah. Und wir nehmen, keine Ahnung, Daisy, die haben alle verschiedene, ja, kleine, Geschichten und wir nehmen den normalen Mond und wir nehmen das fruchtbare Land einfach, warum auch nicht. Und ja, wir sind ein zukünftiger Ölbaron und wir sind jetzt neu in der Stadt. Und der Major, also der Bürgermeister sagt, dass die Stadt noch nicht aufgebaut ist, aber gerade dabei ist. Und dabei können wir halt helfen, indem wir hier Öl machen, Öl bohren. Und die Musik war gerade auch nicht so laut, aber okay. Als erstes wollen wir auf den Wagen klicken, um zu starten. Aber hier können wir auch einmal das Tutorial skippen. Denn das brauchen wir nicht. Das kann ich nämlich schon. Jawohl, so. Jetzt wollen wir uns unsere Rivalen angucken. Ich würde gerne einmal ganz kurz die Musik ein bisschen leiser machen. Das ist nämlich leider etwas sehr laut. So. Continue. Okay. Nun zur echten Arbeit. Und zwar müssen wir erstmal in der Town Hall unsere Rivalen quasi kennenlernen und uns die Weltkarte angucken. Denn ohne Land kann man natürlich auch kein Öl bohren. Deswegen, das bin ich. Das ist der Cowboy. Das ist der spanische was auch immer. Und die alte grimmig guckende Lady. So. Und wir wollen natürlich jetzt Land. Das erste Land wird uns zur Verfügung gestellt. Einfach weil der Bürgermeister so ein ultra netter Kerl ist. Aha. So. Wir haben ein Startbudget von 20.000 fiktiven US-Dollares. Und jetzt können wir anfangen. Und zwar wollen wir loslegen, klicken auf unseren Wagen und starten mit 2.000 Dollares, die wir als Kapital haben, um hier ordentlich Öl graben zu können. Als erstes brauchen wir diese lustigen, wie heißen da gleich? Dowsers. Die suchen uns mit ihren lustigen Holzwünschelruten, suchen die uns hier ein bisschen Öl. Und dann müssen wir auf diesen Spot, den sie dann finden werden, hoffentlich bald, Ölpumpen setzen, die dann das Öl fördern können. So, deswegen suchen wir erstmal hier fleißig nach Öl. Suri, suri. Ich hab's schon bereit, weil ich bin nämlich, was solche Spiele angeht, eigentlich gerne recht fix dabei. Der hat was gefunden, mitten drauf, bumm, und direkt mal eine Bohrung in die Tiefe. Mal gucken, wie tief wir müssen und wo das Öl ist. Ich hab's direkt erwischt, jawohl. Jetzt brauchen wir einen Wagen, um dieses Öl hier bei der linken, ja, Firma verkaufen zu können. Er hat auch was gefunden, wunderbar. Da ist das nächste drauf und zack. Und den nächsten Wagen. Kostet uns alles Geld, das ist alles unser eigenes Kapital. Deswegen sollten wir da ja mit dem Geld gut haushalten. Denn alles, was wir ja hier an Profit gewinnen, ist unser echter Profit. Das heißt, machen wir 3.000 Dollar, kriegen wir 3.000 Dollar. Was dann natürlich nur 1.000 Dollar Gewinn ist insgesamt, weil wir 2.000 sowieso ausgeben mussten. Und ja, jetzt haben wir hier zwei Ölbohrungen am Start. Das ist schon mal ganz gut. Da ich das Spiel schon kenne, brauchen wir noch ein Silo. Denn man sollte auf jeden Fall erstmal kein Öl unter 80 Cent pro Barrel verkaufen. Das ist nämlich sonst, ja, ein bisschen zu wenig. Solange können wir das ganze Öl hier in diesem Silo lagern und so lange weiter pumpen. Jawohl, jetzt haben wir hier bis Mai, glaube ich, Zeit. Hier oben ist, ja, quasi hier, ne? Die Zeitanzeige, was für einen Tag wir gerade haben. Und im Mai ist dann Schluss. Und dann alles, was wir bis dahin verdient haben, ist dann unsere Kohle. So, können wir jetzt mal langsam wieder ein bisschen im Preis steigen. Ich würde gerne Zeugs verkaufen, das wäre ganz wunderbar. Kommen wir noch einen Wagen, denke ich. Wenn dann gleich der Preis wieder hochgeht, dass wir dann ordentlich schnell verkaufen können. Denn Zeit ist Geld, Freunde. Zeit ist Geld. Und wir wollen hier aus den ersten Leveln so viel Geld wie möglich rausholen. Einfach nur aus dem Grund, damit wir möglichst schnell Upgrades kaufen können. Dann unsere Konkurrenten so schnell es geht halt ausstechen. Denn wer am meisten Geld am Ende hat, der hat immer gewonnen. Punkt aus Ende. Letzter Monat, wir müssen verkaufen. Und zwar volle Kanone. Was
könnte schwierig werden, aber ja, wie gesagt, wir müssen verkaufen, verkaufen, verkaufen. Das war jetzt keine so gute Runde, weil wir leider die ganze Zeit über einen beschissenen Preis hatten. Aber jetzt müssen wir verkaufen, weil alles, was wir nicht verkaufen, ist verschwendet. Und da müssen wir, egal welcher Preis, müssen wir jetzt ordentlich verkaufen. Ich glaube, das lasse ich jetzt erstmal. Oh, ich brauche noch... Oh, das ist echt kacke. Komm schon, gib Gummi hier. Wir müssen verkaufen, Freunde. Verkaufen, verkaufen, verkaufen. We need the monies. Geld wird gerade besser. Also der Kurs wird gerade besser. Das ist gut für uns. Ich würde wenigstens gerne mit plus minus null rausgehen. Das wäre schon mal sehr von Vorteil. Das könnte extrem knapp werden. Sheesh. Ja, es könnte noch hinhauen. So, gerade eben. In meinem Probespielstand habe ich im ersten Szenario hier, glaube ich, schon so richtig viel Kohle rausgeholt. Und im zweiten Spielstand dann richtig, richtig viel. Ah, da wird die Karte aufgedeckt. Schaut's aus, können wir noch Geld... Oh, ja, okay, wir sind mit ein bisschen Plus sind wir hier raus. Das ist doch immerhin etwas. Okay, wir haben 2591 Dollares Profit gemacht. Damit haben wir immerhin unsere Startkosten wieder raus. Doch ganz schön, hier gibt es auch lustige Graphen dazu. Und wir haben insgesamt 95 Cent pro Barrel bezahlt. Und am meisten haben wir natürlich für Wagen ausgegeben. Und dann auch für Pipes. Und ein Screenshot gibt es auch. Wunderschön. Immerhin habe ich die anderen gut ausgestochen. Und die haben teilweise Verlust gemacht. Und sie hätten nur 292 Dollar plus gemacht. Das ist nichts. Das ist gut für uns. Denn jetzt haben wir den Fred. Der Fred ist unser Gearbolts-Besitzer. Und er ist dazu da, um zum Beispiel unsere Pipes und Co. aufwerten zu können. Das ist ganz super. Das würden wir auch direkt mal machen. Einmal... das Ding kaufen und will ich, das heißt, oh, nicht unbedingt, denn es gibt natürlich noch mehr Sachen, die man upgraden kann. Zum Beispiel kommt nämlich hier gleich das nächste Gebäude, natürlich das Ganze in, ja, in Anführungszeichen Echtzeit, im Sinne von, ne, wenn wir hier ein paar Monate weg sind, dann bauen die innerhalb der paar Monate hier auch die Häuser hin. Jetzt müssen wir wieder in die Town Hall hier und uns ein Stück hier Land ergattern. Dafür wird geboten und ja, wo wollen wir hin? Am besten ans Wasser, das am meisten Öl. Okay, die haben sich gut verteilt. Das ist schön. Das heißt, jeder hat für 1000 Dollar sein Land gekriegt. Und jetzt müssen wir noch 2000 Dollar ausgeben für ja, unsere generellen Kosten. Deswegen müssen wir jetzt insgesamt mindestens 3000 Dollar machen, damit wir wieder auf plus minus null sind. Und wir haben jetzt Zeit bis Juni, bis zum 30. Juni. Und ja, da schicken wir mal direkt wieder. Ja, wir können jetzt bessere Pipes bauen. Den Dowser, was ist das? Da gibt es auch schöne Shortcuts für R für Rick und W für Wagon und S für Silo. Jawohl, ja. Komm schon, Freunde. Such schneller. Nicht mehr auf einen Spot, das ist doch dämlich. Komm schon. Mach keinen Scheiß. Aha. Ja, um Pipes abzugraden, einfach draufklicken. Komm schon. Aha. So. Wagen, Wagen. Verkaufen, verkaufen. Und er hat auch was gefunden. Und schwupp. Sehr gut. Jetzt können wir natürlich auch ein Silo bauen. Natürlich. Wenn der Preis direkt wieder sinkt. Ne? Komm schon. Oh. Okay, dann ist es gespeichert. Alter, du hast nur hier bitte Öl gefunden. Das ist ein Witz. Da ist das Öl. Oh, shit. Nope. Das können wir uns nicht leisten. Oh mein Gott. Wow. Kann man die eigentlich auch verkaufen? Komm schon. Oh, der Preis ist gerade echt kacke. Ich muss trotzdem verkaufen. Sonst kriegen wir kein Geld rein für die nächste Pipe. Das wäre... richtig kacke. Wow. Wir haben echt Pech. Das ist nicht gut. 100. 100. So. Nur aber. Alter Vater. Das war echt kacke. Jetzt kriegen wir Öl. Oh, Herr Jemini. Immerhin wird der Preis besser. Das ist gut. Holy moly. Da haben wir mal richtig ins Fettnäpfchen gegriffen hier. Die Öl...
Welle hier ist auch noch richtig klein. Die ist relativ groß. Zum Glück müssen wir nur einmal reinstöpseln, um alles rausholen zu können. So, komm mal ein bisschen Geld jetzt hier. Wir brauchen es doch. Was ich tun könnte, ist einmal zwei Pferdewagen noch, die verkaufen. Und dann hier einmal upgraden. Für schnellere Ölpumpen. Fürs schnellere Ölpumpen. So. Dann geht die Party ab. Und hoffentlich die Kohle rein, nicht? Ja, es wird. Okay. Wenn die Ölpumpe übrigens voll läuft, hat man eine bestimmte Zeit, lang Zeit, das da rauszupumpen, bevor es dann ja, Öl verschwendet wird, also oben rausge gepumpt wird. Das ist natürlich nicht gut, das ist dann Geldverlust, beziehungsweise wir müssen dann, glaube ich, sogar Geld als Strafe bezahlen, weil wir die Umwelt irgendwie verschmutzen oder so, keine Ahnung. Auf jeden Fall ist Geldverlust, das ist nicht gut, deswegen immer schön schnell hier alles rauspumpen. Oh nein, unsere Ölquelle ist schon leer, das ist gar nicht gut. Ich muss nochmal so einen Typ hier losschicken. Das muss ich hier upgraden. Das ist teuer. Nicht so schön. Aber wir können immer noch verkaufen, weil der Kurs immer noch sehr, sehr gut ist. Aha, jetzt können wir direkt hier links anfangen zu verkaufen, weil jetzt der besser wird als der. Sehr schön, immerhin. Und der tut auch direkt ausbalancieren hier. Du such schneller, Jung. Jung, mach hin. Sehr gut, wir kriegen Profit, weil hier alles so schön nah ist. Das ist perfekt gerade. So können wir jetzt endlich mal ein bisschen Dollar machen hier. Wird auch Zeit. Was ist denn mit dir los hier, Typ? Hm? Können wir mal langsam was finden? Ja? Nein? No. Okay. Ist doch gar nichts mehr drin, Freunde. Okay, es wird. Findest du jetzt was oder nicht? Ich glaube fast nicht. Hm. Oh nein! Okay, jetzt müssen wir los. Was ist denn hier los? Einmal quer durch muss ich, sonst finde ich hier gar nichts mehr. Der Typ findet nichts. Das ist uncool. Sehr, sehr uncool sogar. Ich denke mal, es liegt alles ziemlich tief jetzt. Oh, herrje. Das ist doch kacke, hier ist kein Öl mehr. Nein. So ein blöder Mist aber auch. Muss doch noch irgendwo Öl sein. Oho. Was ein Chaos. Herr Jemine. Hm. Sieht schlecht aus. Also ich würde sagen, wir müssen warten. Weil hier zu Ende ist. Okay, die gebe ich jetzt noch aus. Aber dann ist auch gut. Da ist doch was. Kann ich hier nicht einen Punkt hinmachen? Jetzt bin ich verwirrt. Okay, ah ne. Keine Branches. Shit. Das wird teuer. Sehr teuer sogar. Letzter Monat. Oh mein Gott. Grab schneller. Oh meine Fresse. Das gibt's doch gar nicht. Oh. 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 Ob sich das überhaupt noch lohnt? Ah, ah, ah. Und dann gleich alle hier hin. Das ist richtig viel Geld. Jetzt mach hin, du Bohrer! Schneller! Please, oh mein Gott. Gott sei Dank. Oh Gott, ne. Das dauert viel zu lange. Das dauert viel zu lange. Oh mein Gott, oh mein Gott, oh mein Gott. Panik! Oh mein Gott. Kann man nur so viel Pech haben, das gibt's doch gar nicht. Komm schon, schnell. Facepalm, Facepalm, wie immer.
Also der Vorführeffekt, würde ich mal glatt so behaupten. Naja, immerhin kriegen wir noch ein paar Dollars, auch wenn sich hier gar nichts mehr lohnt, ey. Oh, guckt euch das an. Oh mein Gott, oh mein Gott. Ist auch eine blöde Map, muss man sagen, eine blöde Map. Tja, wir haben Minus gemacht, definitiv. Also insgesamt, schade. Ja, das war richtig kacke. Richtig kacke, verdammt. So, als nächstes haben wir den Herrn Edward. Der Edward hilft uns beim Suchen. Ich würde gerne höhere Tiefe auf jeden Fall, auch wenn mir Speed lieber wäre, aber das können wir uns gerade nicht leisten. Wir brauchen ein neues Land. So, let's go. Ich will an Wasser. Ich will an Wasser. An Wasser will ich. Okay, alles gut. Wunderbar. Ich würde sagen, die nächste Map machen wir in der nächsten Folge. Und wenn es euch gefallen hat, lasst ein Däumchen da. Mir macht das Spiel auf jeden Fall mega viel Spaß. Ich habe schon, wie gesagt, offline relativ viel gespielt. Also nicht viel, eine halbe Stunde oder so. Einfach, weil es total knuffig ist. Ich meine, die Grafik ist super niedlich. Und wie gesagt, ja, wenn es euch gefallen hat, lasst ein Däumchen da. Und bis zum nächsten Mal. Ciao, ciao.